Der nächste Redner ist Walter Rauch von den Freiheitlichen. Die ÖVP braucht man nicht auseinanderdividieren, die ist so einzementiert in ihren Meinungen. Ich glaube, da kann man mit einem Panzer drüber fahren. Das merkt ja gerade aktuell auch die grüne Ministerin in dem Bereich, weil, Frau Minister, bei aller Wertschätzung, das Budget ist okay. Oder das kann man nicht kritisieren von den Zahlen her. Sie haben nur ein Problem. Sie können es nicht umsetzen, weil alle Maßnahmen, die Sie ankündigen, blockiert und zementiert die ÖVP ein. Das ist das Hauptproblem. Warum komme ich auf das? Ganz einfach. Sie haben das Plastiksystem, den Plastikpfand angekündigt, nicht umgesetzt. Sie haben angekündigt, das 1-2-3-Ticket nicht umgesetzt. Woran scheitert es? An der ÖVP. Ganz einfach. Das sind die Tatsachen. Also ich auch an Ihren Sektor, ich würde mir da irgendwann einmal Gedanken machen, nach einem Jahr, und ein Kollege von mir hat Sie vorher auch angesprochen, 16 Monate uns die Schuld zu geben, dass vieles nicht umgesetzt wurde. Nichtsdestotrotz, Sie sind jetzt mittlerweile auch bald 12 Monate im Amt, also 4 haben Sie noch, um all das, was Sie angekündigt haben, uns vorwerfen, auch umzusetzen. Also ich bin gespannt, was Sie in den nächsten 4 Monaten dementsprechend umsetzen werden. Es ist ein paar Punkte, der Herr Veratschnik hat heute angesprochen, die Pendlerpauschale hat angesprochen, das neue Mobilitätsgeld. Also Sie werfen immer mit neuen Fakten, Daten, die Sie uns ankündigen, her, auch die CO2-Steuer. Und dann in der Umsetzung blockiert die ÖVP, Gott sei Dank in dem Bereich, weil das wäre ein Wahnsinn, wenn man heute noch die Pendler dementsprechend belastet, wo die Infrastruktur im ländlichen Raum nicht ausgebaut ist und wo die Infrastruktur noch Jahre braucht, bis wir dorthin kommen, abseits von dem, was in den Städten schon passiert, und hier dann noch zusätzlich den ländlichen Raum zu belasten. Das ist das eine. Das andere, bei den faktenbasierenden Zahlen wieder zurückkommend, wir zahlen ca. 180 Millionen Euro an die EU betreffend der Strafsteuer für Plastik. Wir zahlen insgesamt trotz Corona-Krise jetzt 130 Millionen Euro mehr, das Fünffache mehr an den Green Climate Fund als vorher. Trotz Corona-Krise geben wir wesentlich mehr Geld aus in diesen Bereichen, die unserer Meinung nicht notwendig sind, machen wir Klimaschutz dementsprechend zu Hause in Österreich, machen wir dementsprechend Fördersysteme, Maßnahmen, um hier unsere Wirtschaft anzukurbeln, das Sanierungsprogramm anzukurbeln, die einzelnen Haushalte dementsprechend zu unterstützen, den Ausbau des erneuerbaren Energies, alles richtig. Wir geben trotzdem wesentlich mehr. Alle Maßnahmen, wie vorher erwähnt, die Sie ankündigen, werden von dieser Fraktion da drüben blockiert und dementsprechend einzementiert. Deswegen frage ich mich, wie Sie all das umsetzen werden. Ich bringe auch in diesem Zusammenhang einen Entschließungsantrag ein, der Abgeordneten Rauch betreffend Zahlungen für Klimaschutzmaßnahmen im Ausland im Zuge der Covid-19-Wirtschaftskrise streichen. Und zwar, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, erstmöglich alle an das Ausland getätigten Zahlungen für Klimaschutz vertragskonform zu streichen und durch nationale Investitionen im Klimaschutz zu ersetzen. Das so viel zum Antrag. Und gleichzeitig haben Sie auch einen positiven, wieder zurückkommen zum Budget, einen positiven Ansatz betreffend der Einnahmen. Hier handelt es sich um den Emissionszertifikatehandel, wo Sie Erlöse sehr, sehr positiv ansetzen, wo aber auch der Budgetdienst des Hauses sagt, dass diese zu positiv sind oder zumindest mit starker Unsicherheit bezeichnet sind. Also zwischen Einnahmen und Ausgaben korreliert das ein bisschen, weil Sie natürlich dementsprechend die Einnahmen sehr, sehr positiv darstellen, aber gleichzeitig mit dem Handel und vor allem mit der zukünftigen Wirtschaftsleistung, wo wir nicht wissen, in welche Richtung das geht, zumindest jetzt schaut es sehr schlecht aus. Ich hoffe, dass diese Prognosen da oder dort nicht eintreffen werden. Und einen Punkt: Die Ausgaben, also die Einnahmen in dem Bereich sind zu hoch bemessen im Verhältnis zu dem, wie sie prognostiziert werden. So sagt das auch der Budgetdienst des Hauses hier im Parlament. Und einen Punkt noch zum Kollegen Hammer. Das ist mir wichtig. Wir leugnen diese Corona-Krise nicht, auch den Virus nicht. Wir leugnen auch nicht alle möglichen Symptome, die dadurch entstehen. Das leugnen wir alles nicht. Ganz realistisch. Wir haben nur einen anderen Zugang. Wir verharmlosen auf keinste Art und Weise. Wir sagen nur, dass diese Maßnahmen, die Sie setzen,
maßgeblich überzogen sind. Sie zerstören die Wirtschaft. Sie zerstören die Wirtschaft in diesem Land. Sie zerstören das soziale Gefüge dieses Landes. Sie sperren unsere Schulen zu. Sie sperren unsere Kinder weg. Sie zerstören das soziale System in diesem Land, nur um ihre Maßnahmen dementsprechend zu zementieren. Und sie machen im Endeffekt komplett das Gegenteil. Komplett das Gegenteil. Und das größte Verbrechen, was sie verursachen, ist das, dass sie hergehen, unsere Kinder zu Hause behalten, nicht ihre sozialen Kontakte haben dürfen, nicht zu ihren Freunden können, nicht ordnungsgemäß unterrichtet werden dürfen. Und das ist das Verbrechen, was sie machen und sie verursachen. Und da brauchen sie auf niemanden anderen hinzeigen. Und ich sage noch eines zum Schluss. Der gesunde Menschenverstand wird ersetzt durch die Diktatur der Toleranz, die Sie an den Tag legen. Am Montag sollten Sie die Schulen aufsperren. Kritik an Regierung und Infrastrukturbudget kommt von Walter Rauch von der FPÖ. Wir befinden uns gerade mitten in der Debatte in der Budgetuntergruppe Infrastruktur, Klimaschutz, Energie sowie Forschung und Innovation. Im Bereich Mobilität soll es 2021 eine Budgeterhöhung von 12,4% geben. Eines der zentralen Projekte für das kommende Jahr ist das 123-Ticket von Umweltministerin Leonore Gewessler.